Wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Nachmittag, Mahlzeit, je nachdem, wo er gerade sitzt, was er gerade macht, welche Uhrzeit es gerade ist, wenn er denn die Folge sieht. Wir machen heute weiter mit dem Witcher. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, wo wir zuletzt gewesen sind. Ich muss erstmal auf die Karte gucken. Ich weiß gar nichts. Ah ja, das war doch diese Bruxa, die wir dort ausgelöscht hatten. Wir hatten hier aber Fragezeichen aufgetan und haben die Fragezeichen abgearbeitet. Hier hinten sind auch noch mehrere Fragezeichen. Wissen wir mal heute Fragezeichen machen? Ich denke mal schon. Haben wir noch eine Quest übrig? Nee. Also ich würde jetzt erstmal hier hinten auch mit dem Basanehof noch ein paar Fragezeichen machen. Wenn wir schon mal da sind, dann machen wir jetzt mal hier ein bisschen weiter. Aber vielleicht könnte man auch erstmal eine Weile schlafen. Nee, obwohl, das ist eigentlich schon alles schön aufgefüllt. Das können wir schon alles noch machen. Genau, hier war noch eine Bruxa. Da gab es doch so ein Ehedrama. Ein kleines. Okay, wie weit muss man jetzt laufen? 200 und? Na ja, gut, das kriegen wir hin. Jetzt kriegen wir doch locker hin. Wandern wir mal. Da sind es aber Wölfelis. Ah ja. Oh, das war allerdings nicht das, was ich wollte. Wir müssen dringend nochmal zu dem Kollege. Und ja genau. Wir müssen nochmal zum Kollegen rüber. Und zum Runenschmied. Wäre schon mega, mega toll. Weil wir haben uns die Waffe immer noch nicht ausgerüstet und wir nutzen die ja noch eine ganze Weile. Ich glaube, das werde ich jetzt zwischen der Folge mal machen. Einfach mal, damit ihr es nicht so unbedingt machen müsst. Oh, hier geht's aber runter. Was ist denn hier los? Ich habe Angst. Was ist hier? Ein Wolf, der ist ja runtergestürzt. Okay. Okay, es sind mehrere Wölfe. Was ist denn hier los? Na gut, schauen wir mal, was sich hier in diesem Etablissement befindet. Es riecht mir ein bisschen nach Hexer-Geschichte. Weiß nicht. Ist bestimmt irgendwo eine Geschichte gewesen, die wir jetzt noch nicht rausfinden. Aber das kriegt man gleich hin. Gut muss. Kann man immer brauchen. Ist das so. Leckere Sachen. Ist mal schon wieder voll, wenn wir hier rauskommen. Hier ist doch bestimmt irgendwas gewesen. Da ist eine Kiste. Wir stürzen jetzt einfach hier rein und wissen gar nicht, was hier los ist, ne? Okay, ich höre irgendwas. Okay, hier ist noch ein Wolf. Ein Werwolf. Okay. Hat sich ein Werwolf hintergelassen gehabt. Okay. Alles klar. Was hat er hier gemacht?
Sind wir hier rausgekommen? Oder ist das eine andere Höhle? Nee, da ist irgendwas. Das ist jetzt schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, dass der Werwolf hier gemacht hat. Was ist hier gewesen? Oh nö. Aufnehmen. Rote Rüstung. Eine rote Rüstung, sagt der Herr. Kirsten. Da ist eine rote Kiste, guck an. Giselle Doré. Wer bitte ist Giselle Doré? Vollgeschrieben, letzte Zeit, muss man schon gekommen. Corte Bassana aufgekauft. Nach vielen unglücklichen Jahren müssen wir unsere gemütliche Bleibe verlassen. Als Hubert den Räumungsbefehl erhielt, wurde er so wütend, dass ich jede große Mühe hatte, ihn zu beruhigen. Ich erklärte ihm, dass es ohnehin ein Wunder war, dass wir so lange unter Menschen wohnen konnten. Ich fürchte, Hubert wird seine Verwandlungen nicht kontrollieren können. Aha, wenn er in solchen Verfassungen ist. Sind in die Höhle im Blasurgewald gezogen. Okay, da war das der Huber durch wahrscheinlich. Die Höhle ist etwas feucht, das stimmt schon. Hubert hatte einen Anfall, als er mich husten hörte. Er schrie. Er wurde zum Wurf an den Gefäßen geschlagen. Hubert ist verschwunden, ich habe Angst. Mir läuft das kalt den Rücken runter. Ach, sie ist selber auch noch verwandelt. Okay, alles klar. Schade. Hat sie sich halt selber mit verwandelt, ne? So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Was ist das hier? Okay. Warum war jetzt hier? Sind wir hergekommen? Das ist eine coole Höhle, Lovation, ne? Gibt's hier noch irgendwie mehr? Wir sind eben im Kreis gelaufen, genau. Zack, hier ist der Werwolf. Dann müsste das ja hier oben. Müsste ich ja hier wieder hinkommen. Nee. Da. Da komme ich raus. Okay. Ja, ne? Hm, schade. Nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas gewesen. Na, da gehen wir halt wieder raus. Schade, Hubert, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das der Hubert gewesen ist oder seine Frau, die deren Buch wir gerade gelesen haben, den Namen schon wieder vergessen habe. Sorry, mein Namensgedächtnis ist echt furchtbar. So, aber wir haben das geschafft. Juckt's im Ohr. Das ist ja unglaublich. So, wie geht's weiter? Was machen wir jetzt? Gut. Da gehen wir dahin. Hier ist eine Höhle. Vielleicht können wir da mal gucken. Oh, ich glaube, da waren wir schon. Mehr Blitzi. Blitzi, Blitzmann. Ja, ne? Das ist jetzt ein bisschen schade alles hier. Komm schon, Plätze. Können Sie mal kurz überlegen, was könnten wir jetzt am besten für die Rüstung machen? Normalerweise Quen. Quen ist eigentlich immer das günstigste, wenn du mit einer schweren Rüstung läufst, weil da hast du dann immer noch ein kostenloses Schild, ne? Immer noch. Mehr, hier müssen wir echt immer vorsichtig sein, so viele. Was ist hier? Oh, hier ist Nebel. Ah. Oha, hier ist Nebel. Was hat man hier eigentlich an den gehängt? Was ist das? Igitt. Schleimling wahrscheinlich. Ich will aber extra Gold haben. Das ist bestimmt ein Schleimling. Chance auf Verschimmeli. Schwarz aus, ne? Ja, schwarz gefällt mir jetzt aber auch nicht so. Gelb war relativ cool, ne? Rot sah jetzt so will gebraucht aus. Braun ist braun, rosa ist rosa. Weiß sieht aber auch sehr schick aus, muss ich sagen. Violett ist auch nicht so. Orange. Orange hat eher das, was ich wahren musste, müsste zur bald braun stehen. Und rot ist halt rot. Schwarz. Grau ist langweilig. Also wenn, dann weiß, ne? Weiß sieht schon geil aus.
Aber gut, das wollen wir ja jetzt nicht rausfinden. Wir wollen rausfinden. Alter, was ist das für ein Schwert hier? Was wir hier machen müssen. Wie viele haben wir denn eigentlich zum Aufleveln? 2 Punkte. Okay, das nützt uns noch nichts. Monster Nest. Ach so, ja. Genau, das war. Schallklappe hat da 5 Rückentugenden. 60. 55. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht komisch aus. Ich wollte eigentlich wieder das Horn ranmachen. So. Kriege ich extra Kohle. Das ist ein Monsterlager. Aha. Da ist Sally. Ein. Das sieht aus wie ein Greifeli. Was ist denn das? Gartenschwanz. Oder? Okay, das war das. Nicht das, was ich wollte. Arme. Na gut. Ist nichts weiter, ne? Aber, ah, oh, ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Wieder selber zerstören. Gut. Yippie-i-yay, yippie-i-yay. Was ist denn das da unten? Oh, schön. Ella? Naja, Mensch. Immer wieder schön. So, zack. Das ist das bestimmt das, der Teich hier unten, ne? Der auf der Fluss. Teich, Dingen. Ein Monsterlager. Und das ist eine Höhle, die unter uns weilt. Na da, müssen wir hier mal gucken. Was hier passiert. Oh Gott, ich hasse Höhlen, die so weit unten sind, weil Geralt stürzt dann immer. Wir müssen ja sozusagen jetzt irgendwie mal einen Eingang finden. Wir rennen einfach ganz drauf. Guck mal da, da waren wir doch schon mal hier. Wir haben doch schon, das ist doch der See der Reinigung, oder? Ui, das ist eine Riesenhöhle. Was ist das? An. Das ist eine tolle Höhle. Sie hat eine Geschichte auf sich. Zum Geier Höhlenforscher. Hat nur eine Wunderfrage.
Bist du gierig? Weder habgierische Traubensammler noch irgendwelche Monster geben. Na gut, Silberbesteck. Ja, schade. Da hat er wahrscheinlich. Also wahrscheinlich doch von irgendwas überrascht worden, aber was? Werden wir gleich rausfinden. Irgendwie weitergehen. Hä? Hier ist nichts weiter. Ach, da hinten krummelt irgendwas. Da muss ja irgendwas sein. Und da. Also irgendwas muss ja hier sein. Geht's denn hier weiter? Vielleicht ist hier ein Durchgang. Wir tauchen mal. Bin mir sicher, geht's irgendwo unten durch. Da ist er. Guck mal. Nee. Auch nicht. Das ist ja eigenartig. Nee, hier geht's nicht durch. Dann steigen wir mal hier raus. Vielleicht geht's ja hier weiter. Gucken wir mal hier. Hier ist eine Alpha-Wand. Hier ist eine Alpha-Wand. Hier ist eine Alpha-Wand. Herrlich. Es geht definitiv hier nicht weiter. Einfach eine Alpha-Wand, aber hier muss es ja irgendwie weitergehen. Das sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Komm ich denn da hoch? Vielleicht von der anderen Seite? Da lang? Nee. Geht's nicht weiter. Du musst es unterirdisch weitergehen. Er sagt, hier geht's weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Weiter. Ist das? Gibt es hier noch einen zweiten Eingang? Ah, bestimmt von der Seite. Na gut, dann versuchen wir das mal von der anderen Seite reinzukommen. Gibt es bestimmt noch einen zweiten Eingang. Das ist ja. Das ist ja merkwürdig. Wie gesagt, das rausgeräumt. Ich nehme es mal ganz stark an, dass das auf der anderen Seite wieder da der andere Eingang ist. Wir rennen jetzt einfach mal um die Höhle rundum um den Berg und gucken wir mal. Wer weiß, was hier drin war. Vielleicht war ja auch dieser Werwolf aus der anderen Höhle da drin. Hier, ich will da nicht. Daneben. Schade, ne? Naja, was soll ich nicht machen? Ich habe aber einer ganz schön mitgenommen. Stimmt, der Panther hat hier gelebt. Hier ist natürlich ein Banditenlager. Schließ!
Das war ja meine dicke Kiste. Auf Schweine abgeschriebenes Tagebuch. Philibert. Na, da haben wir wieder Philibert. Hof ist zerstört. Der Philibert wieder. Da hat er es wieder erledigt. Wie sich aber das Lager hier angebastelt, ey. So, die ist da drinnen gestorben. Mehr finde ich jetzt hier aber auch nicht. Irgendwie. Tagebuch? Das sind irgendwelche Spuren, aber irgendwas mir. Weiß nicht. Na gut. Ich habe ihn geschlagen. So. Ja gut. So, da hätten wir das auch abgearbeitet. Das ist doch bestimmt nicht der Kunde der Ort. Das ist garantiert eine Hanse. Nö. Könnte man in die Richtung laufen? Also wie die Burg aussieht, ist das eine Hanse. Da hätte ich jetzt aber gar keine Zeit und gar keine Lust. Ja, die Hanse. Ja. Das ist bestimmt eine Hanse. Da haben die sich auf der Burg bequem gemacht. Laufen wir erstmal rundherum. Da sind Feinde drin. Ich hätte aber auch gerne erstmal einen Teleportpunkt. Weil ich will da noch nicht gleich reingehen. Gibt's hier einen Teleport? Gibt's hier einen Teleport? Dass ich wieder her kann? Ich erstmal meine Taschen leere. Diese bösen Menschen. Ist unten. Das ist ein Reiter, okay. Ist noch ein Reiter. Hansebasis. Neue Markierung. Ich wollte mich schon angreifen? Nee. Da unten ist die Hansebasis-Markierung. Okay, cool. Aber wahrscheinlich nicht anders rein. Die wäre schon unten nach oben absorbieren müssen. Na gut. Was haben wir denn hier noch so in der Nähe? Ich würde sagen, das da. Machen wir noch. Dann nehmen wir die Hanse hoch. Vorne weg. Zwischendrin. Fahre ich nochmal nach zu unserem Herrn werten lieben Kollegen da. Ja, hier ist nämlich hier ein Panik. Ritter in Not, genau. Hier müssen wir jetzt helfen. Komm her, mir helfen dir. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Ja, leg dir doch den Schniedel ein! Du wahnsinniges Monster! Oh. Ja, Digga. Digga, ja. Ich mach schon alle, du. Wolle. Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Das ist Notnung. Grüß dich, lebende Legende. Liberts Anweisung. In der Nähe von Montcrane treiben sich einige Idioten rum. Sie schimpfen sich zwar fahrende Rinder, aber meiner Meinung nach sind es nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gibt keine Windmühlen, die sie betempen könnten. Aber diese hohlen Maßenbeißer kommen immer auf die abenteuerlichsten Ideen. Egal, was sie wollen, wir müssen sie aufhalten. Die beste Art, sich um einen fahrenden Ritter zu kümmern, ist
ihm den Kopf abzuschlagen. Jeder, der mir einen solchen Kopf bringt, kann sich um einen prall gefüllten Beutel mit Münzen freuen. Ihr wisst, dass Philipp hat vier Finger keine leeren Versprechen macht. Ich kann hart, aber auch klar großzügig sein. Philipp hat dann wird das wahrscheinlich in Philipp hat vier Finger seine Hanse sein. Ja? Gut. Sehr schön. Grüß dich, lebende Legende. Sehr zuverlässig. Das kann nichts Gutes heißen. Ja, ne? Der arme Kerl, ja. Oh, was ist denn das hier? Geht's in den Keller? Du geht's in den Keller. Die Beine hier. Hier liegt noch einer. Ist er noch verbüttelt? Ja, guck mal, der ist eingestürzt. Ja, schade, ne? Sehr gut hier. Den hat's ja weggenödelt. Gibt's da noch mehr? Ne. Jetzt haben wir ihn erstmal ausgeraubt. Jetzt kann er hier. Kann er gucken. Wie er weitermacht. Kollege. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist der Steinbruch. Das machen wir noch. Das eine machen wir jetzt noch. Dann bin ich glaube voll, oder? Ja. Danach ist voll. Dann gehen wir erstmal verkaufen beim Runenschmied. Lassen uns noch die Rüstung, diese eine da, die Katzenrüstung, die würde ich auch gerne mal probieren. Die ist bestimmt cool. Das sind überall Ruinen, ne? Das muss übelst ein umkämpftes Gebiet gewesen sein. Da ist eine Burg. Viele Burg. Du bist als erstes dran, weil du eine. Gibt's noch einen? Bei Maiohan! Magie! Du wagst es, auf mich einzuhauen? Ja. Auf mich? Oh je. Yeah. Gestorben. Ist nicht dein Ernst. Weil ich neben dem Fass gestanden hat. Okay, na dann. Hab ich mir gerade ein Eigentor geschossen. Oh, macht nichts. Nein. Gut. Schade. Was soll ich jetzt machen? Dann machen wir das jetzt alles nochmal. Wir haben das hier gelöst, oder? Ja. Das nützt jetzt alles nicht. So. Gut. Also. Das war jetzt ein bisschen komisch. Aber na, okay. Habe ich jetzt aber ziemlich spät geschalten hier. Schade, aber es ist nicht so schlimm. Wir machen das jetzt einfach mal so ganz fix. Nochmal bis zum EM Camp da. Ziemlich schnell. Das haben wir jetzt erledigt ja alles. Das wird ja nicht lange dauern. Du wolltest es, auf mich einzuhauen? Auf mich? Oh!
halten und kämpfen. Die Hansen vergibt nie, Grauzottel! Oatshüttel nennt er mich. Alle gemeinsam, zugleich! Du wolltest es auf die Einzelne! Auf mich? Ja, Entschuldigung, das war jetzt echt... Sollte vielleicht doch etwas nicht speichern. Da war der Kopf weg. Ist einfach der Kopf weggeballert. Jasch. Hake. Ja, hörst du gar nicht mehr auf mit hier. So, zack, zack. Das hat man schon gelesen. Dann machen wir hier mal einen kurzen Prozess jetzt. Raschen wir mal hier ein bisschen durch. Was? Nee, ne? Wir haben ja alles. Da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Gut. Also, weiter geht's. Ziemlich fix. Text, dass die Hanse sind wir schon voll. Die Frage jetzt, ich würde gerne noch den mitnehmen. Ah, das war jetzt ein bisschen unglücklich, dass ich dort das Schwert irgendwie das Fass angezündet und bin an dem Fass dann gestorben. Naja. Ist halt dumm gelaufen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Helfen wir jetzt dem Ritter nochmal kurz. Also wir machen genau das, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Wir arbeiten diese Sache nochmal auf. Ein Ritter in Not. Und dem werden wir helfen. Nee, mein Freund. Vorbei! Hexenberg! Du hast ihn umgebracht! Nee, hab ich. Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Ritter, nur noch in Märchen. Der Arme. Hast aber recht, mein Freund. Da hast du recht, mein Freund. Das ist halt wirklich so. Gut. Viel Gold, ne, wenn ich mir das angucke hier. Sehr schön. So, jetzt machen wir trotzdem noch. Kollege mit dem Taschentuch. Das hier und machen wir gleich. Mal gleich los. Wir sind eigentlich fast voll, oder? Das sind im nächsten Ritt die drei hier hinten und wir porten uns erstmal zurück. Teleportpunkt sein, da muss der gleich hier sein. Ja, also.
So. Sehr schön. Das ist aber ein geiler Ausblick, ne? Also wenn ich das so sehe hier. Herrlich. Na da. Kinders. Beende ich erstmal die Folge. Ich werde zwischen der Folge nochmal ein bisschen craften und versuchen die... Craften eigentlich eher nicht. Ich werde mal schlafen gehen. Und dann werde ich die Rüstung hier mal mit einem Runensiegel ausstatten. So, okay, na da. Bis später, macht's gut.